Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es einen kleinen DM-Haul. Ich war nämlich bei DM gewesen gestern und ich zeige euch mal, was ich so gekauft habe. Ich muss sagen, ich kaufe auch gar nicht mehr so viel. Eigentlich nur noch Dinge, die ich nachkaufe, wenn etwas alle ist. Und Essen. Ich habe mich aber zurückgehalten diesmal. Oder Dinge für den Kleinen. Eigentlich das meiste geht auf ihn. So ist es immer, ne? Also, ich fange mal an. Erstmal, feste Duschpflege. Ich liebe ja das hier, total. Diese genaue Sorte, also diese Duftrichtung hatte ich jetzt noch nie. Das ist Kamille. Ultra Sensitive Kamille. Genau. Aber generell mag ich die Foamy Seifen, Duschpflegen voll gerne. Und ich fand irgendwie Kamille jetzt interessant. Warum nicht? Ja, es riecht nicht so intensiv. Aber vielleicht in der Dusche. Aber ist auch okay. Ich mag das manchmal lieber, als wenn so ein Duft so die ganze Zeit da hängt, sozusagen. Und meine Lieblingsduftrichtung, die ich gerne an mir hängen habe, die gab es nicht an dem Tag. Deswegen habe ich jetzt diese mitgenommen. Dann habe ich mitgenommen Kamillentee. Eine große Packung. Dann... Genau, meine Konturpalette ist alle. Die von Charlotte Tilbury, diese Hollywood, keine Ahnung, wie das heißt. Und das ist auch so ein Duo. Und da habe ich mich mal umgesehen und habe mir jetzt von Essence diese mitgenommen, die Contouring Duo Palette. Allerdings, also es gibt nur zwei Nuancen. Für helle, hier steht Lighter Skin, oder für Darker Skin. Und ich finde, ich bin so dazwischen. Das Darker war mir doch zu dunkel. Und hier, glaube ich, das hier bringt gar nichts, aber das hier könnte sein. Moment, ich kriege das auch gar nicht auf irgendwie. Ist auch so geil. Doch jetzt. Ich hoffe, dass das was ist hier. Ja, das ist was. Das ist doch, das ist sehr schön. Aber das hier, das helle, ist natürlich nichts. Ne? Das ist ein Highlighter dann. Soll das ein Highlighter, vor allem, soll das ein Highlighter sein? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall fundiert er jetzt bei mir dann als Highlighter. Oder sogar einfach nur so als Puder. Zum Mattieren sogar. Mal sehen. Auf jeden Fall, die Farbe ist meine Konturfarbe, aber die bei dem dunkleren, das war alles viel zu dunkel. Das ist so, wenn du dazwischen bist, bist du halt dazwischen, ne? Dann habe ich meinen Lieblingsconcealer mitgenommen. Ich mag jetzt doch lieber, was heißt doch lieber? Ich habe jetzt für mich entschieden, das sind für mich die allerliebsten. Diese Essence Camouflage fand ich zwar auch sehr gut, allerdings doch besser für so Spots. Statt der Augenringe, weil das doch ein bisschen zu cakey ist. Für den Alltag vor allem sehe ich das so im Sonnenlicht jetzt. Ha, die Sonne kommt jetzt raus und dann sieht man die ganzen trockenen Stellen und Cakeness. Und das will ich dann doch nicht. Und das hier verblendet sehr schön, aber deckt trotzdem gut genug ab. Ja, es ist bei mir auch nicht so krass zum Abdecken. Ich mache auch meistens drunter noch so ein Brightening-Zeugs, das macht es dann sowieso noch mal ein bisschen heller. Von daher funktioniert das für mich ganz gut. Das ist das Skin Love and Sensitive, dieser Concealer. Und ich habe jetzt Medium mitgenommen. Ich war mir nicht mehr sicher, welche Farbe ich hatte, Light oder Medium. Aber ich glaube, Medium kommt hin. Diese Foundation, die ich ja so liebe, diese Trended Up... Oh mein Gott, ich sehe gerade... Nein, ich habe die falsche Nuance mitgenommen. Seht ihr, 40? Nein, ich muss die 30 nehmen. Meint ihr, das kann man noch umtauschen? Ich habe es noch nicht benutzt. Auf jeden Fall liebe ich die sehr. Ich finde die super. Ich habe zwar jetzt zwischenzeitlich eine andere ausprobiert von Catrice, dieses Tinted Serum. Das hier ist besser nochmal. Also die deckt halt noch mehr ab, hat aber trotzdem diese Leichtigkeit. Also, da findest du halt alles drin, ja? Also die wirklich dieses... Es pflegt, es ist leicht, es macht keinen Cakeness, aber es ist trotzdem deckend genug. Das ist bei der Catrice... Moment, ich zeige es euch mal. Die ich meine, also jetzt diese hier, die ist sehr, sehr light. Also das ist eher vielleicht, ich glaube, die nehme ich eher im Sommer, wenn die mir dann farblich noch passt. Aber ja, wahrscheinlich schon. Ich gehe gar nicht in die Sonne. Jedenfalls, die ist, glaube ich, besser für den Sommer. Einfach so dieses leichte Gefühl. Ich brauche doch ein bisschen mehr Deckkraft. Vor allem aktuell habe ich doch so ein bisschen schlechtere Haut. Eventuell könnte es doch passen. Ich muss es ausprobieren. Wobei, nein, dann habe ich schon benutzt. Mal sehen. Kann man das zurückgeben? Ich weiß, ja, ich glaube schon. Ja, bei dem kann man, glaube ich, zurückgeben. Dann habe ich ein Deo mitgenommen von Green Door Naturkosmetik. Das hatte ich damals mal im Döschen gehabt. Und dann habe ich das jetzt hier im Stick gesehen. Fand ich interessant, weil das natürlich handlicher ist, ja, als dieses so in den Pott greifen. Ein Deo Stick Fresh and Green.
Genau so riecht es auch. Fresh and Green, finde ich. Finde ich gut, dass die sowas mal rausbringen, weil das ist natürlich viel, viel besser, als da immer so reinzugreifen in das Pöttchen. Wobei das Pöttchen ergiebiger ist. Aber ja, ich fand, war ganz zufrieden damit. Deswegen wollte ich das mal ausprobieren als Stick. Dann als nächstes. Ihr hört es schon rascheln, das sind so Snacks. Also ich musste hier mal wieder, oh mein Gott, Snap Guilty. Ich bin so verrückt nach dem Zeugs. Generell, ich mag die Marke sehr gerne und ich mag das Mini. Das ist da so lecker, ist das. So Schaumgummi. Das ist mein Ding. Und dann, weil ich so Hunger hatte, hatte ich mir das hier mitgenommen. Habe ich schon eins verputzt gehabt von Koro. Ich liebe ja sowieso Koro Energy Balls, aber das hier total lecker. Salted Cashew und Cinnamon. Kann ich nur empfehlen, habe ich jetzt immer dabei. Und deswegen habe ich mir ein paar da auch nochmal mitgenommen. Ihr könnt auch meinen Code nehmen, dann könnt ihr nochmal 5% sparen, wenn ihr bei Koro einkauft. Gibt es aber auch bei DM, wie ihr seht. Dann habe ich mal einen Hydrating Lip Tint mitgenommen von Essence. Tinted Kiss. Das ist mal was ganz Neues, dass ich mal was ausprobiere wieder mit Farbe. Coral Colada. Klingt gut. So sieht es aus. Ich muss mal riechen, voll vanillig. Schöne Farbe. Ja, Tinted Lip. Was? Hydrating Lip Tint. Ich finde es gut, dass das alles in Richtung Hydrating geht in letzter Zeit. Das ist schön. Wir brauchen die Pflege. Das ist viel besser als alles nur so Optik. Dann habe ich, der Rest ist eigentlich Kiddie-Kram. Wollt ihr es kurz sehen? Ich kaufe ganz gerne so Rosinchen. Nicht immer die, aber ich habe jetzt hier extra solche individuellen Pakete mitgenommen, weil ich die für Ostern in die Ostereier verstecken möchte. Ich habe nämlich solche Plastik-Ostereier noch von letztem Jahr und da will ich ihm so ein paar Überraschungen reintun, wenn er die dann findet, weil das wird eh so geil dieses Jahr, weil er richtig suchen kann dann. Ich freue mich so sehr auf diese Eiersuche. Genau, und da wollte ich so ein paar Goodies mit reingeben und nicht nur Spielzeug oder so, sondern auch ein paar Snacks. Deswegen habe ich jetzt das hier ausgesucht. Ja, also ich könnte es auch so abfüllen, aber es ist halt schöner, wenn es in der Packung ist. Deswegen habe ich auch hier sowas. Ich finde die frechen Freunde ganz gut. Ja, das ist sowas, zu uns passt, weil die meisten Sachen vegan sind. Ich weiß nicht, ob alles, deswegen sage ich jetzt die meisten Sachen, vielleicht sogar alles. Das hier ist vegan und meistens auch ohne Zucker. Genau, und ohne auch solche Ersatzzucker, also auch kein Konzentrat und sowas, weil ich darauf achte, ja, ich bin so eine. Hier ist es auch nicht, dass die Süße hier kommt von den Datteln. So, wo war ich geblieben? Akku war leer. Also jedenfalls sind die mit Sultanin und Datteln gesüßt, also einer vollen Frucht und nicht mit Konzentraten oder Agavendicksaft und so weiter. Ja, ich achte darauf, mit Zucker kommt man früh genug in Berührung, von daher... Ist jetzt nicht so, dass ich es verbieten werde später, wenn ihr das fragt oder so. Da habe ich nochmal so eins. Aber ich will es jetzt nicht zu früh daran gewöhnen, sozusagen. Genau, und dann habe ich das hier auch gefunden. Das habe ich noch nie gesehen und mitgenommen. Aber dieses Mal von Yamo. Ist auch plant-based und ohne Zuckerzusatz. Genau, das ist auch mit Dattelmus. Da ist Mango drin, Mandelmus, getrocknete Goji-Beeren, voll gut getrocknete Bananen. Kürbiskerne, Haferflocken, Reismehl. Genau, das sind natürlich auch so Treats, ja. Und ich mache auch gerne so Sachen selber. Das seht ihr in meinem Kochbuch zum Beispiel. Aber das habe ich jetzt mal mitgenommen für Ostern. Genau, und dann noch so ein paar Badesachen für Ostern. Einfach hier weiter. Das habe ich auch noch nie gesehen, noch nie mitgenommen. Weiß ich nicht, aber da sind halt so ja, Hasen drauf. Und dann nochmal so ein Teil, dass ich dann so im Wasser wird hier so aufplustert und dann habt ihr solche Figuren. So, was ist denn das überhaupt? Schwämmchen, kleine Schwämmchen. Zuletzt die Tortellini mit Gemüsefüllung. Die mag ich sehr gerne. Genau, kann ich echt empfehlen. That's it. Das war mein Haul, mein DM-Haul. Genau, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, euch scheint die Sonne auch so wie bei uns heute. Richtig tolles Wetter. Deswegen gehen wir jetzt gleich raus und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis dann. Folgt mir gerne auf Insta, da heiße ich auch Funny Pilgrim und auf TikTok, da heiße ich Yummy Pilgrim. Bis dann. Tschüss.